Liebe Consoleros, willkommen in der Welt der PCI Express 4.0 SSDs. Endlich gibt es das versprochene Firmware-Update für die PS5, die es euch erlaubt, eine zusätzliche SSD intern zu betreiben. Eigentlich ist es gar nicht so schwer, die passende SSD auszuwählen und dann die auch einzubauen. Aber im Dschungel der SSD-Formfaktoren und Schnittstellen blickt man nicht unbedingt auf Anhieb durch. Nach diesem Video wisst ihr Bescheid. Sony stellt ziemlich konkrete Anforderungen an die SSD, die für die PS5 kompatibel ist. Aber nicht alle davon sind wirklich sinnvoll, dazu später mehr. Die einzig technisch wirklich notwendigen Anforderungen sind die Schnittstelle und der Formfaktor. Also PCI Express 4.0 und der M2-Anschluss. Fast alle PCI Express 4.0 SSDs sind mit dem M2-Formfaktor gesegnet. Einfach, weil sich die beim PC durchgesetzt hat. Da kann man also schon relativ wenig falsch machen. Der Vollständigkeit halber sei gesagt, dass es noch ein paar andere Formfaktoren gibt. Also SSDs als PCI Express Steckkarte oder aber auch ältere SATA-SSDs im M2-Formfaktor. Die beiden Varianten sind aber mittlerweile extrem selten und eigentlich schon ausgestorben. In der Praxis handelt es sich also immer um einen 80 mm langen Riegel. In den SSD-Slots in der PS5 passen zwar auch kürzere oder längere SSDs, aber die Formate gibt es noch nicht mit PCI Express 4.0 und sind auch ansonsten so selten wie eine PS5 zur UVP im Handel. PCI Express 3.0 funktioniert leider nicht in der PS5, obwohl die Schnittstelle an sich abwärtskompatibel ist. Aber Sony blockiert sie einfach softwareseitig. Schade, denn ich bin mir sicher, dass die 3.0 SSDs in den Spieleladezeiten kaum schlechter gewesen wären. Das wissen wir von unseren Tests am PC. Sony setzt hier aber auf PCI Express 4.0, um einfach zukunftssicherer zu sein, sodass die Entwickler mit der höheren Transferleistung ihre Spiele optimieren können. Das ist aber aktuell einfach nur nicht der Fall. Bis dahin, Sony, hättet ihr uns ruhig auch eine deutlich günstigere PCI Express 3.0 SSD erlauben können. Wie ihr so eine M2 SSD in die PS5 einbaut, das zeige ich euch jetzt. Das ist eigentlich schnell getan. Gar nicht schnell getan ist das Öffnen der PS5, wenn man nicht weiß, wie es geht. Also gefühlt hat es manchmal voll easy geklappt, manchmal einfach auch nicht. Der Trick ist einfach hier auf Laufwerkseite, das ist die Seite mit dem Laufwerk, die obere rechte Ecke einfach leicht anzuheben und dann nach unten zu ziehen. Und wie Sie sehen, geht es sehr einfach. Ohne es kaputt zu machen. Ein bisschen nach unten schieben und schon ist das auf. Wir haben hier die Abdeckung, die schrauben wir einfach ab. Darunter kommt zum Vorschein die Kammer für die SSD, für den M2-Riegel. Die Schraube sollte im 80 mm Slot sitzen, denn das ist die Länge, die, wie vorhin gesagt, es einfach nur hauptsächlich gibt. Man steckt das Teil einfach hier vorne leicht rein. Man hört ein leichtes Klacken, wenn es eingerastet ist. Man drückt sie runter und schraubt die Schraube hier einfach wieder an. Die Abdeckung könnt ihr jetzt eigentlich drauf schrauben, könnt ihr genauso gut weglassen. Einfach deswegen, weil da ein bisschen mehr Luft hinkommt. Sony schreibt einen Kühler vor, also empfiehlt einen, besser gesagt. Wir empfehlen ehrlich gesagt nicht unbedingt einen. Er schadet nicht, nutzt aber auch niemanden was. Dazu später gleich noch mehr. Es gibt hier, wenn die SSD keinen eigenen Kühler hat, einfach Kühler zum Nachkaufen. Wir haben hier einen von BeQuiet genommen. Der muss eben von den Ausmaßen einfach in die Kammer auch passen. Den schraubt ihr erst, also ihr müsst erst die SSD in den Kühler montieren und dann die SSD samt Kühler wieder reinstecken. Das spare ich mir jetzt hier. Ich wollte es nur einfach der Vollständigkeit halber genannt haben. Wie gesagt, das Teil, sage ich ganz ehrlich, würde ich einfach lieber weglassen. Ich würde die Schraube einfach wieder reinschrauben, damit sie nicht verloren geht. Das Teil hebt ihr euch am besten auf und
Klappe zu, Affe tot, das ist es. Und wenn ihr dann die PS5 das nächste Mal wieder anmacht, dann sollte gleich die Abfrage kommen der M2-SSD-Formatierung. Und dann wird ein erster Leistungstest vorgenommen. Wie gesagt, funktioniert mit jeder PCI Express 4.0 SSD. Eine 3.0 wird nicht gleich erkannt. Und dann könnt ihr auch schon direkt loslegen und die Spiele rüber kopieren, beziehungsweise in den Einstellungen das jeweilige Laufwerk dann einstellen. Sony empfiehlt übrigens eine SSD mit eigenem DRAM-Cache. Es sind eher die günstigeren Modelle, die keinen eigenen DRAM auf der Platine haben. Und mittlerweile sind auch die ersten günstigeren SSDs ohne DRAM und PCI Express 4.0 gespawnt. Gleichzeitig empfiehlt Sony auch Modelle mit einer Lesegeschwindigkeit von 5500 MB pro Sekunde. Und aktuell haben alle Modelle mit diesem Speed auch einen eigenen DRAM-Cache. Nur kurz zum technischen Hintergrund, der boostet nicht etwa die Transferraten, wie oft fälschlicherweise angenommen. Der schont, wenn überhaupt, die Haltbarkeit des Flash-Speichers etwas. Das wäre also gerade für Power-User umso wichtiger, egal ob für PC oder für die PS5. Die gute Nachricht vorneweg, das NVMe-Protokoll der SSD erlaubt es, den System-RAM zu nutzen, wenn eine SSD keinen eigenen DRAM-Cache hat. Das nennt sich Host Memory Buffer. Leider unterstützt das die PS5 nicht. Ist aber alles halb so wild, selbst wenn ihr ein günstigeres SSD-Modell verwendet, das auch langsamer als die 5500 MB pro Sekunde ist und kein DRAM hat, funktioniert sie in der PS5 genauso gut. Nicht unbedingt sinnvoll ist aber die Empfehlung mit dem Kühler. Nach unserer eigenen jahrelangen SSD-Testerei können wir sagen, ein Kühlkörper auf der SSD ist technisch schlicht nicht notwendig. Vielleicht dann, wenn sie im PC direkt unter der Grafikkarte sitzt und von ihr ständig aufgeheizt wird. Aber selbst dann beeinflusst die hohe Temperatur die spürbare Leistung überhaupt nicht. Erst recht nicht beim Gaming, was die SSD sowieso nicht unter Volllast setzt. Das bisschen Laden kitzelt sie nur. Und selbst wenn ihr Spiele zwischen der internen und der M2-SSD hin und her schaufelt, juckt das die beiden kaum. So ein PS5-Spiel über 50 GB ist in einer halben Minute auf die M2-SSD rübergeschaufelt. Ein Spiel wieder zurück auf die interne SSD zurückzuschubsen, dauert übrigens deutlich länger, in unserem Fall knapp 3 Minuten statt nur eine halbe Minute wie umgekehrt. Die interne SSD ist im Schreiben also deutlich langsamer als im Lesen. Aber zurück zum Kühler. Man kann es sich einfach machen und einfach eine PCI Express 4.0 SSD mit Kühler kaufen. Dann darf man aber zunächst nachprüfen, ob der nicht etwa zu voluminös ist für den Schacht hier und idealerweise auch, ob das nicht deutlich teurer ist als exakt das gleiche Modell ohne Kühler. Ihr könnt also genauso gut einen M2-Kühler separat kaufen oder ganz todesmutig ihn einfach weglassen. Ja, wirklich. Einfach aus den eben genannten Gründen. Weder wird die SSD überhitzen, noch leidet die Performance darunter. Und schon gar nicht verliert ihr dadurch womöglich den Garantieanspruch der PS5 oder gar den der SSD. Samsung etwa bestätigt selbst, dass die 89 Pro und die PlayStation 5 sich uneingeschränkt mögen. Moment mal, und das obwohl die 89 Pro doch keinen Kühler hat? Stimmt nicht ganz. Schauen wir mal genauer hin. Die NVMe-SSDs von Samsung haben nämlich eine dünne Kupferschicht im Aufkleber auf der Unterseite. Außerdem ist Samsung stolz auf die Nickelbeschichtung des Controllers. Klar ist so ein voluminöser Aluminiumblock etwas effektiver. Aber wie gesagt, die SSD braucht einfach keine aufwendige Kühlung. Das haben wir schon bei der 89 Pro festgestellt, als wir sie vor einem Jahr zum Release getestet haben. Das hier ist das Worst-Case-Szenario, also mit einem synthetischen Benchmark. Und so eine Belastung kommt in der Praxis kaum vor. Und schon gar nicht in der Spielepraxis der PS5. Also niemals. Die Grafik zeigt, dass die SSD maximal 91 Grad heiß wird, was sie auch absolut ab kann, wenn die Belastung nur stellenweise auftritt. Bitte jetzt nicht das Diagramm falsch verstehen. Das bedeutet nicht, dass die Temperatur der SSD nach einer Minute auf 91 Grad hochklettert. Denn so ein einfacher Kopiervorgang von der PS5 belastet die SSD einfach nicht so stark wie der synthetische Benchmark hier. Jetzt habe ich groß und breit gepredigt, wie unnötig doch so ein SSD-Kühler ist, beziehungsweise dass das bisschen wie etwa auf der 89 Pro ausreicht.
Nun bin ich aber noch den Beweis schuldig. Da habe ich auch ein paar Kopier- und Ladezeiten gemessen. Sowohl mit der internen SSD als auch mit der Samsung 89 Pro mit und ohne Kühler jeweils. Das Ergebnis ist eindeutig. Ohne es jetzt künstlich spannend zu machen, zeigen die Messwerte, es ist nicht nur egal, ob die SSD einen Kühler hat oder nicht, sondern auch, ob das Spiel auf der internen oder der M2 SSD liegt. Egal ob Spielstart oder Spielstand laden, Unterschiede gibt es, wenn überhaupt, nur in den Millisekunden und die variieren sicherlich auch wegen Messungenauigkeiten. Obwohl ich die Zeiten anhand der Capture-Videos, anhand der einzelnen Frames haargenau ausgewertet habe. Aber Manu, du hast ja nur ein Spiel gemessen. Woher sollen wir jetzt wissen, dass es in anderen Spielen gar nicht anders aussieht? Ganz einfach deswegen, weil ich ja nicht der Erste auf der Welt war, der die Leistung der M2-SSD in der PS5 nachgemessen hat. Im ganzen Internet gibt es Kollegen, die genau das schon vor mir herausgefunden haben und kommen mit anderen Spielen und anderen SSDs zu keinem wesentlichen anderen Ergebnis. Ich packe euch die Links dazu natürlich auch in die Videobeschreibung. Die Temperaturen habe ich hier noch nicht nachgemessen, das ist mit externen Sensoren etwas aufwendiger. Letztlich kommt es aber auch auf die nicht an, sondern darauf, ob sie die Leistung, also die Kopier- und Ladezeiten beeinflussen. Und das ist letztlich einfach nicht der Fall. Warum empfiehlt Sony einen SSD-Kühler, obwohl er eigentlich nicht notwendig ist? Da geht es wahrscheinlich um den Glauben daran, dass die gekühlte Hardware länger lebt. Tatsächlich aber gibt es bei SSDs keinen nachgewiesenen Zusammenhang zwischen der Kühlung und der Lebensdauer. Den plötzlichen Kindstod, der kann immer eintreten. Warum wir aber einerseits auf die SSD einen Kühler packen sollen und andererseits die dann mit der Abdeckung in ihrer eigenen Hitze schmoren lassen sollen, spätestens das ist wirklich von Sony unlogisch. Lasst wenigstens konsequenterweise das Blech hier einfach weg, wenn ihr wirklich an die SSD-Kühlung glaubt. Oder aber erst recht, wenn ihr ein SSD-Modell mit dickerem Kühler habt. Das muss nicht gleich inkompatibel sein, nur weil der zu große Kühler die knappen Maße der Kammer überragt. Ansonsten könnt ihr es eigentlich genauso gut drauflassen wie den SSD-Kühler weglassen. Ob und wie das Teil die Temperaturen beeinflusst, auch bei anderen SSD-Modellen, das könnten wir mal testen. Falls euch das oder weitere SSD-Tests zur PS5 interessieren, schreibt das auch mal ruhig in die Kommentare, dann machen wir mehr Videos zu dem Thema. So oder so, lasst freundlicherweise einen Daumen nach oben da und inklusive Abo und Glocke malträtieren und dann sehen wir uns auch beim nächsten Video. Bis dahin und tschüss.